Boah, mach dich wirklich? Ja. Oh Gott. Ist es ihr Ernst? Digga, das ist nicht normal. Ich schwöre, das ist mich jetzt nicht normal. Heute werden wir das Video drehen, wer zuletzt aufhört zu essen, der hat gewonnen. Wir haben das ganze Schammer gemacht. Jedoch haben wir von Burger King gegessen. Und deshalb hat Alina gewonnen, weil ich mag McDonald's mehr. Aus diesem Grund haben wir heute McDonald's, was größer als Alinas Kopf ist. Alina macht gerade ihre Lippen, eine kleine Vorspeise, bevor das Hauptmini kommt. Ne, Eck? Natürlich. Aber warte. Und Leute, Eck hat das absolut beste Outfit an für diese Ich Challenge. Wusste nicht, dass wir das Video drehen. Das heißt, der Bauch wird zugemacht. Okay, also, ab jetzt darfst du nicht mehr aufhören zu essen. Wenn du redest, musst du trotzdem weiter essen. Neue Regel. Außer wenn du redest, dann musst du nicht essen. Okay? Weil du kannst nicht, weil es voll eklig, wenn du mit vollem Mund redest. Warum machst du das denn? Weil ich gerade eben noch Essen im Mund hatte. Es gibt zwei verschiedene Typen von Mayo drauf machen. Es gibt einmal Alina, die tut das auf ihre Pommes. Das ist so eklig, die werden doch labbrig. Und dann gibt es mich. Ich wusste, dass du dich beschwerst. Das ist auch eklig, keiner macht das. Hä? Doch, ich mach das auch. Das ist doch eklig. Ja. Nein, Mann. Da. Guck mal, du hast jetzt einfach alles vermischt. Ja klar. Schreibt in die Kommentare, was für ein Typ ihr seid. Typ daneben oder Typ drauf? Der Verlierer muss alles zahlen und der Gewinner bekommt 200 Euro. Alina, du brauchst das Geld, gell? Alina will sich Möbel bestellen. Natürlich brauchst du das Geld. Du bist noch so glücklich. Ich sehe schon morgen, gell? Erzähl dir, boah, Leute, ich konnte so nicht schlafen. Mir war so schlecht. Klingt nach mir. Eigentlich wollte ich heute Pizza bestellen, aber hat wohl doch nicht so geklappt. Vorhin hast du gesagt, dass du Diät machst. Köpfen! Du kannst nicht die ganze Pommes essen. Doch, ich kann essen, was ich will. Nein. Mein Magen ist jetzt schon voll. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ist nicht gut, Leute. Ey, wenn Egg isst, die sieht aus wie ein Hamster. Oh Gott, guck mal. Ich bin ein bisschen fett im Gesicht geworden, deshalb ziehe ich das jetzt an, Leute. Guten Appetit. Was ist der Grund jetzt genau, dass du das anhast? So nehme ich vielleicht ab, während ich esse. Dann tut sich mein Speck an die Sache genau in die Form machen. Weißt du, das ist gut. Du siehst aus, als würdest du gerade Krankenhaus entlassen haben. Boah, nicht so schlecht. Wie lange warst du nicht gestern wach? 2:06. Nicht normal. So lange ich auch in der Woche wach gehe. Und so. Ey, ist das deine Schuld? Nein. Sind wir vergangen? Tanina auf neue Teppich. Bist du dumm? Ich hab gar nichts gemacht. Alina sagt, dass sie nicht mehr kann, gell? Hey, du doch gerade auf. Ich esse Burger. Du esst nur Pommes. Die schummelt. Als ich gerade getanzt habe, ist es mein Burger in meinem Hals geblieben. Das ist so ganz zäh. Gerade eben, Kamera war aus, Alina hat nach Pickel, Stirn, seitlich gesucht und da gab es keine Suchergebnisse. Genau, da gab es noch Ergebnisse. Zeig. Die waren nicht hier, glaube ich sogar. Stand. Dass du eklig bist. Da stand, es kann von fertigen Produkten kommen oder zuckerhaltiger Nahrung. Der Zucker kommt in meine Augen rein. Und Egg stinkt. Boah, schwöre, Egg stinkt. Egg Wolf? Nee, das ist Egg, das bist nicht du. Wenn ich tanze, muss ich auch essen. Nein. Okay, gut. Mein dritter Burger? Die hat noch gar keinen gegessen. Das ist ihr erster. Ich werde diese Challenge gewinnen. Und ich frage mich, warum ich zugelegt habe. Leute, das Ding ist, ich habe so einen Tick bei Burger. Ich kann die nie zu Ende essen. Boah, ich bin so voll. Meine Hose steigt nicht mehr zu. Wie kann man viel essen? Was kann man essen, wie man will? Nee. Da kommen nur, was sollte man nicht essen? Was kann man essen, ohne zuzunehmen? Wahrscheinlich nicht Burger. Glaube ich auch. Langsam ist mir jetzt schon schlecht. Ab morgen machen wir Diät, Alter, oder? Wer gönnt sich zum Frühstück erstmal Pizza? Ich schwöre, das klingt nach. Wisst ihr, was ich machen werde? Heute Nacht, ich werde erstmal alle meine seitlichen Pickel ausdrücken. Oh Gott! Riech mal. Enger von euch beiden stinkt. Egg! Ich schwöre, Egg! So alte Oma. Alina! Oh Gott, wenn du so klopft hast. Leute, wenn man Mayo so fetten Batzen in den Mund macht, zählt es wie ein halber Burger. Halber nur? Warum nicht ganz? Du überlegst gerade nicht. Ja, dann musst du dann schon richtig so voll. Egg, ist dein Ernst? Er braucht das Geld, Alter. Ich bin voll ernst. Geh weg von mir. Warte, du wunderst dich vorher nicht. Dann eigentlich nicht. Warte, ich muss kurz in mich gehen. Hey, du schaffst das. Hey, du schaffst es. Nein, doch, Egg. Egg, schlug jetzt die Pommes runter. Okay. Ey, dass du was machst, ne? Aber ich brauche echt die 200 Euro, ich schwöre. Oh Gott, mach dich wirklich? Ja. Oh Gott. Sag mal.
Ah, leer. Wow! Scheiße. Kann auch mal machen. Oh, mit dem Doppelten. Nein, Inka! Ey Leute, schau, das mir geht's gerade voll. Das war das, was ich gebraucht habe. Ich schwöre. Ist es ihr Ernst? Digga, das ist nicht normal. Ich schwöre, das ist jetzt nicht normal. So viel habe ich gestern mir schlecht geworden wegen dir. Die ist noch ganz normal weiter. Ey, mich spürst du doch schon einen Fettfleck in meinem Magen. Was passiert, wenn ich aufgebe? Ach, nee, zu teuer. Kann nicht aufgeben. Und dann wird die nächste Ausgabe geben. Nein, das war's. Ich wünschte, man könnte anstatt Burger Mayo essen. Nochmal. Kannst du? Wenn du kannst du das? Bist. Geh weg von mir, aber dann. Ja. Ey, stell dir vor, sowas würde die bei Megas an der Kasse sagen. Stell dir vor, die geht zur Kasse. Dann sagt die erstmal Mayo bitte. Dann geht die so um die Ecke und frisst. Ja, na, geh erst der Mayo. Ich hab so Kopfschmerzen bekommen, Leute. Mir ist voll schwindig irgendwie. Vielleicht wegen der Mayo? Nee. Nee, ist ja am Essen. Ey, google mal, ob das so gesund ist. Ist Mayo-Essen gesund oder was? Ich frage mich echt, ob ein Burger mehr Kalorien hat oder Mayo. Mayo. Mayonnaise macht Fett. Mayonnaise ist sehr fettreich. Es ist nicht gesund. Gesund ist was anderes. Die Menge macht das Gift. Ich bin voll schwindig. Aber ich brauche Geld. Ich mache jetzt Runde 2 mit Mayo. Hör auf zu googeln. Hallo. 680 Kalorien! Nein, das kann nicht sein. Ja. 100 Gramm Egg. Okay. Ey, konzentrier dich. Dein ganzes Geld. Dein ganzes Geld. Denk an deine Schulden. Ist mein Lebensstift verschwunden? Was? Boah, das ist ja gerade echt eine Geburt, Alter. Versuche ich mich jetzt mit meinem Pommes am Gewinn zu halten, aber ich weiß nicht, wie lange ich das ausgehalte. Mein Magen fühlt sich irgendwie ziemlich fettig an, muss ich sagen. Warum? Es fühlt sich an, als ob da eine Fritteuse drinnen ist. Wohl? Ich schwöre, um die Fritteuse kocht die ganze Zeit und erwartet irgendwie noch mehr fettiges Essen. Machen die Challenge schon seit 21 Uhr geht. Boah, ich hasse Chicken Burger. Ich hasse Chicken Burger. Wo ist früher halt mein Cheeseburger? Wieso machst du so Mini-Bisse? Hallo! Was hat sie gesagt? Hallo! Ich hab zwar irgendeinen Zauberspruch. Das ist kein Französisch. Der Egg ist voll der Creep, gell? Diese Frage. Sally, magst du mich? Ich sowieso. Die sagt ja oder nein? Hä? Egg, ich glaube, die Maya wird dir noch zum Verhängnis. Ich schwöre, es war so dumm von dir. Nee. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, die will im Liegen kotzen. Ach so, ja, egal. Na, ihr Zuckerschneckchen. Was geht bei euch so? Jo, Leute, mir ist so schlecht, gell? Ich habe Kopfschmerzen des Todes und ich möchte gerne schlafen, aber ich will mir auch nicht schlafen. Ich will noch auf Hausparty und nur spielen mit meiner einzigen Freundin. Dein Burger sieht ja voll eklig. Achso, das ist dein Biss. Ich schwöre, Eck verliert. Komm, komm, zieh an, guck mich an. Und mit jedem Biss wird es schlimmer. Und ich glaube, äußerlich sehe ich gut aus. Ja. Äußerlich fühle ich mich ein bisschen besser als innerlich wegen dem grünen T-Shirt. Ich sag's euch. Grün ist die Farbe des Glücks. Bro, ich hatte ein Musikgymnasium, aber kein Musikunterricht. Musik 5. Fast 23 Uhr. Oha, ihr isst seit 2 Stunden. Seit 2 Stunden isst ihr. Leute, mich würde es gar nicht wundern, wenn ich mich übergebe nach dem Video. Digga, wie kann es sein, dass du seit 20 Minuten dieselbe Fläche vom Burger hast? Ich bin ein Künstler. Dann geh mal bitte auf. Mit dieser Raupe. Ich brauch das Geld. Ich würde 10 Euro machen. Ich brauch das Geld. Hör auf, so ein Pommesfett in deinem Hand. Ist noch eine Pommes. Ich gebe auf, glaube ich. Ich mein. Leute, ich gebe auf, weil ich habe das Gefühl, wenn ich noch eine Pommes esse. Was? Ja, dann kotze ich und ich habe Kopfschmerzen. Das ist deine Challenge. Oh. Mir ist so schlecht, ich glaube, wenn ich einmal noch aufstehe oder so. Gib dir mal. Ich kann wirklich nicht mehr. Oh, du kriegst aber zu. Egal, was für eine Art von Essen wir essen, mir ist immer schlecht. Nein! Eiscreme. Als ob du aufgibst. Wir müssen das mal machen. Das war aber deine Idee. Egal, meine Idee, deine Idee. Ist doch egal. Du meine bist Idee, so ein aber mein Loser. Verlust. Nein! Leute, ich hab gewonnen. Ich als Mayo-Trinkerin hab gewonnen. Ich hab 200 Euro. Wisst ihr, was ich mit 200 Euro wieder machen kann? Ich kann meine Schulden abzahlen. Ich kann mir einen neuen Schminktisch kaufen. Ich kann... Ich glaube, ich trage zu viel. Leute, ich bin raus. Mir ist schlecht. Ich hab gewonnen. Ich schwöre, ich hab gewonnen. Okay, Lil Dancy Dancy. I'm a dance queen. Okay, reicht. Aber gezielt besser die Mayo schon fast vergessen, Alter. Boah. Okay, tschüss mit dir, Loser. Geh, geh, geh. So,
Die Verlierer sind jetzt hier aus dem Raum. Ich bin so stolz auf mich, ich schwöre. Also die Maya war ein kleiner Joker, finde ich. Oh Gott. Mir ist zwar sehr, sehr schlecht und so. Ich glaube, ich übergebe mich gleich auch, aber 200 Euro? Wisst ihr, was ich damit machen kann? So vieles. Da hinten liegt ein Schuldenbrief, den kann ich auch abbezahlen. Oh, und ich kann mir noch... Nee. Oder auch eine Atemtherapie zahlen. Gott, Leute, ich bin so überfordert mit dieser Situation. Ich hab gewonnen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich gewinne. I'm a dance queen.